Kurpark in Bad Liebenwerda. Elsterwerda, 11 Kilometer. Der Kurpark von Bad Liebenwerda. Wir sind noch nicht lange unterwegs, da will Ulrike schon anfangen mit Frühstücken. Das ist ein bisschen komisch. Kaum haben wir was gemacht, jetzt fährt sie auch noch darüber. Das ist das Wehr bei Würdenhain. Also kurz, also zwischen Elsterwerda und Liebenwerda. Und ich nehme mal an, das ist eine Fischtreppe. Also Fische können hier hochschwimmen, obwohl eben hier das Wehr dazwischen ist. Sie schwimmen immer höher, Treppe für Treppe, und hinten können sie dann da raus. Da können sie wieder raus und schwimmen weiter. Wir sind in Saathain. Saathain ist ja für seinen Rosengarten sehr beliebt und bekannt. Hier sind auch kulturelle Veranstaltungen im ehemaligen Schlossgebäude, glaube ich. Ja, davon ist zwar nicht mehr viel übrig, aber da sind schöne Veranstaltungen immer. Schönes Fachwerkhaus, schönes Gelände und schöne Parkanlage. In Saathain macht man wieder einen Seitenwechsel. Das ist zur Auflockerung ja auch immer mal ganz gut. Oh, ich sehe schon, da wird es trocken jetzt da drüben. Warum machen die immer die schönen Bäume weg? Oh, das ist Saathain da drüben. Ist jetzt wieder mal eine Huckelpiste hier. Ich meine, es geht. Es ist ja nur ab und zu mal. Aber schön ist es nicht. Gerade wenn man so schöne Fahrräder hat. Wir sind kurz vor Elsterwerda. Der Bahnhof von Elsterwerda. Wir fahren jetzt erstmal in die Innenstadt. Das Schild, was wir brauchen, wo es lang geht. Wahrscheinlich müssen wir mal auf den Marktplatz fahren. Würde ich mal sagen, fahren wir mal da lang. Ich vermute mal, da ist das. Jetzt haben wir irgendwas nicht richtig gemacht. Aber hier ist die Galerie Nadler. Hotel Weißes Ross. Elsterwerda mit Postmeilensäule und Kirche. Da wollen wir auch mal gucken, ob Senftenberg dran steht, denn da wollen wir ja nun heute mal hinfahren. Ja, da gucken wir mal. Ja, ich sehe es. Im zweiten Abschnitt Senftenberg, dritte Wort von oben im zweiten Abstand. Im zweiten Abschnitt Senftenberg, 9 Stunden, 7 Achtel. Wer sich sowas wohl nur ausgedacht hat, 7 Achtel.
Ja, also 9 Stunden. Das müsste ja bedeuten, also 10 Stunden wäre man mit der Postkutsche jetzt unterwegs nach Senftenberg. Na, wir wollen es auch mal mit dem Fahrrad probieren. Das ist der Miniaturenpark, Erlebnis Miniaturenpark Elsterwerda. Das macht schon Spaß hier. Man kann auch mit einer kleinen Eisenbahn hier rumfahren und viele Gebäude der Region in Miniatur sehen. Und natürlich die wiederaufgebaute Windmühle. Die ist von woanders hergeschleppt und hier wieder aufgebaut. Aber besser so als anders. Ne? Hier vorne ein kleiner Teich mit Graureihern und Enten. Da hinten sieht man die Plessaer Kirche. Und gleich kommt die Plessaer Mühle. Und da wollen wir erstmal hin. Da machen wir eine kurze Pause. Es ist sehr schön hier am Weiher. Links hier dahinter das Kraftwerk. Und rechts daneben ist die kleine, schon viel kleiner gewordene schwarze Elster. So, hier kommen wir direkt. Ach nee, das ist ja noch gar nicht die Elstermühle Plessaer. Da müssen wir wahrscheinlich noch mal rundrum. Wieder an. Ach so, ja. Ah, da rundrum auf die andere Seite. Und dann sind wir erst an der Elstermühle Plessaer. Senftenberg wären noch 37 Kilometer, stand gerade dran. Die Elstermühle bei Plessaer. Da angeln auch zwei, ist bestimmt schön hier. Mal sehen, was die da rausholen, wir können sie ja mal fragen. Müssen wir natürlich schön Petri Heil sagen. Ja? Schön langer gerader Weg hinter Plessaer nach Senftenberg. Es fehlt ein bisschen Abwechslung, aber es sind schöne Blumen unterwegs. Wir haben schöne Sachen gefunden. Kalifornischer Mohn, ja? Und eine Wicke. Diese lilanen da unten sind Wicken und das ganz gelbe, diese schönen Blumen sind kalifornischer Mohn, wenn wir uns nicht vertan haben. Die sind ja unglaublich gelb und schön. Also dieser Mohn. Es fällt sofort auf, das sieht man nicht oft hier. Also sieht man selten, würde ich mal sagen, diesen Mohn. Hier kann man schöne Blumen finden. Schön ruhig hier, angenehm. Schön diese Radwanderwege, Schilder und Bezeichnungen. Da kann man mal gucken, wo man ist. Und oben sieht man gleich Senftenberg, noch 31 Kilometer. Wir sind am Knotenpunkt 30. Schwarze Elster hinter Plessaer ist schon wesentlich schmaler geworden. Wir haben jetzt ein Problem. Wir sind da hinten ist Lauchhammer. Da ist der Schwarze Elster-Radweg nicht mehr ausgeschildert. Aber das ist doch die Schwarze Elster. Das ist die Frage, wo lang? Ja, ja. Das ist wahrscheinlich der Schwarze Elster-Radweg, aber er ist nicht mehr als Schwarze Elster-Radweg ausgezeichnet. Das ist ein bisschen schade. Deswegen ist er wahrscheinlich auch nicht mehr so populär gehandelt wie der Tour Brandenburg Weg. Aber wir fahren den natürlich jetzt an der Schwarzen Elster entlang. Der könnte ruhig durchgängig beschildert sein. Aber hier ist nur noch der Teufel zu sehen, wa? Ja, der Teufel und ich weiß jetzt nicht genau, welche Tour das ist. Aber Richtung Ruhland ist schon mal richtig.
Es ist wirklich schön grün. Ende Mai, da ist das Leben noch lebenswert und schön. Wer weiß, wie es weitergeht, Ulrike. Hm? Da kommt unsere Ulrike angeradelt. Na, mal sehen, wo wir jetzt lang müssen hier in Lauchhammer. Da vorne scheint ein Bergmann an der Wand zu sein und wir müssen rechts rum wahrscheinlich. Aber Schwarze Elster ist wieder nicht ausgeschildert, nur Tour Brandenburg und dieser rote Teufel. Wir sind jetzt hier im Gewerbegebiet in Lauchhammer, aber haben es doch ein bisschen grüner als tatsächlich mitten in der Stadt. Der Weg geht einfach alle Routen. Ich hoffe, das war der richtige hier. Und wir verfahren uns nicht hier zu weit. Das scheint mir ein bisschen komisch zu sein hier. Ulrike hat das gesagt, alle Routen. Stand auch alle Routen dran, aber... Na, wir werden sehen. Wir werden sehen. Schönes Kaffee in Schwarzheide. Wir würden uns am liebsten hinsetzen, aber wir wollen ja noch weit heute und wir wissen nicht genau, wo wir lang müssen oder ob wir uns verfahren haben. Hier die schöne Kirche. Das ist hier in der Mückenberger Straße. Na, mal sehen, was wir jetzt finden und wo es lang geht. Nur noch 15 Kilometer bis Senftenberg. Oh, ich hoffe, das war die richtige Strecke. BASF in Schwarzheide, aber wir sind auf dem richtigen Weg, haben wir gerade gehört. Hat uns jemand gesagt, ungefähr noch 10 Kilometer bis zum Senftenberger See. Eigentlich dachten wir fahren schön an der Schwarzen Elster entlang, aber das geht natürlich nicht überall. Man will natürlich auch immer mal zur Seite und links und rechts fahren. Links Störche. Ja? Wo sind da Störche? Ah, links Störche. Ah, zwei Stück, ein Pärchen. Wie bei Schwänen, immer zwei. Die sehen ja schön aus und so groß. So allerliebst, da brat mir doch einer einen Storch. Nur noch wenige Kilometer bis zum Senftenberger See. Ich glaube, da drüben der kleine Rinnsal, das ist die Schwarze Elster. Circa nach 73 Kilometer ist man von Falkenberg schön am Senftenberger See. Jetzt fahren wir südlich rundherum, da soll es ja sehr schön sein. Hier sind auch unglaubliche Mengen an Fahrrädern unterwegs. Also Dutzende teilweise, die hier rundherum fahren und aus allen Richtungen kommen.
Und dann fahren wir, nachdem wir schön Eis gegessen haben, vielleicht Latte Macchiato getrunken und Eiskaffee genossen haben, fahren wir dann zum Bahnhof. Man beachte, so, du darfst. Original Moskauer Eis aus Moskau. Habt ihr das früher öfter gegessen? Ja, bei uns an der Schule gegenüber im Konsum gab es immer Moskauer Eis, ich glaube für 50 Pfennig. Aha. Stangeis war 30 Pfennig und Moskauer Eis, glaube ich, 50 Pfennig. Oder eine Mark? Das weiß ich nicht mehr genau. Na gut, dann hab's jetzt. Und? Ja. Na dann. Guten Appetit. Das wäre wohl der schiefe Turm von Senftenberg oder vom Senftenberger See. Und der rostige Nagel, wo wir schon vor ein paar Jahren mal waren, der ist da vorn. Der kommt in etwa 3 Kilometer. Aber jetzt erstmal eine Bockwurst. Es gab nichts anderes, also erstmal Bockwurst. Da hinten erstmal schön. Jetzt das Würstchen. Wir würden ja auch da hochgehen, aber in Anbetracht der Zeit. Na, mal sehen. Familienpark Kleinkuschen. Rezeption. Guck mal, was da los ist, Ulrike. Hast du das gesehen? Jetzt waren wir doch noch mal da ganz hinten gucken, warum da so viele Leute sind. Die sagen, da ist einfach ein Strandzugang und die Leute gehen da essen und trinken und einfach schönes Wetter. Da waren ja Hunderte, also wirklich Hunderte Leute. Schön was los am Senftenberger See. Hier ist echt was los. Na Ulrike, ein kleiner Eiskaffee? Ob der reicht. Ja. Am Senftenberger See, direkt im Zentrum, am Zentrum. Hier wird gebadet, gegessen, getrunken. Hier kann man wirklich heute leben. Es ist echt schön hier. Mehr braucht man nicht. Ist doch zu schön, wie die da alle planschen. Was wolltest du sagen, Ulrike? Die Terrassen dort hinten. Ja, na, das ist das mit dem Amphitheater da hinten. Also, da steht ja Amphitheater dran, siehst du es? Da waren wir schon mal. Also, ja, ich. Von der anderen Seite. Doch, ich aber, so aber hier die Geräte, das ist sehr schön gemacht zum Spielen und Planschen, wa? Mhm. Ich glaube, die bauen da noch dran, aber bald kann man da dran spielen. Der Senftenberger See, nein, der hat uns sehr gut gefallen, wa? Was hier los ist, was ich hier überall machen kann und ein schöner See, einwandfrei. Auch riesengroß. Wir haben ja die Südumfahrung gemacht und jetzt fahren wir schön zum Bahnhof und lassen uns nach Hause kutschieren. Herrlich, der See. Es ist wie an der Adriaküste. Schöner ist es an der Adria auch nicht. Herrlich. Thank you.
Hier geht's runter zum FKK-Strand in Senftenberg. Der ist sehr schön gemacht übrigens. Schön mit Findlinge dazwischen und aufgelockert. Und außen eben diese Hecke. Und so könnte das in Falkenberg auch gemacht werden. Dass der FKK-Strand muss ein bisschen abgegrenzt werden. Er muss gemütlich sein und angenehm. Und dann sind da auch mehr Badegäste. Eine schöne Rutsche gibt's auch hier in der Nähe vom FKK-Strand. Der Senftenberger Hafen. Es ist schon ganz schön was los. Vor ein paar Jahren war nicht so viel. Jetzt sind wir kurz vor der Rückreise am Bahnhof Senftenberg. Wir haben die Fahrkarten noch schnell geholt. Hat alles geklappt am Automaten. Mike ist schon aufgeregt, aber der Tag war wunderbar. Und jetzt setzen wir uns dann einfach schön rein und lassen uns heimkutschieren. Ah ja, das war eine tolle Tour, ne? Wie geht's dir jetzt? Ich bin zufrieden, dass alles geklappt hat. Mensch, ich muss gleich mal gucken, wie viele Kilometer wir gefahren sind. Oh ja, das könntest du doch mal. Ich gucke mal auf hier meine Komoot-App. Ja. Was sagt es denn da, wenn da. Oh, jetzt sind wir auf der Heimfahrt. Wir müssen die Fahrräder ein bisschen festhalten. Das Nachbarfahrrad fällt auch ein paar. Ist auch schon ein paar Mal umgefallen. Einmal. Aber wenn das Fahrrad umfällt, ist es natürlich ärgerlich. Schaukeln war bis Falkenberg, Elster nach Hause.